Weiter geht's mit Another Crab's Treasure. Ich habe ein bisschen gefarmt an der Stelle. Und zwar haben wir jetzt einiges an Mikroplastik. Ich blende mich mal schnell aus. Also hier 123.000 und ich habe auch schon für Levelaufstiege was ausgegeben. Also ich glaube 2 Leben, 2 Resistenz, 2 Angriff oder so. Wir könnten uns auch nochmal 9 Level leisten. Ich will aber auf die Begleiter gehen. Tatsächlich habe ich ausprobiert, also die blinden Passagiere sind kumulativ, also es lohnt sich schon beide auszurüsten, beide Obstaufkleber. Ich will trotzdem mehr Platz und was, ja, das machen wir als erstes, ich will jetzt hier nicht mit so viel Mikroplastik rumlaufen. Steckboard, wir holen uns erstmal die 2 Upgrades und mir ist ein Würfel hier noch aufgefallen, den wir zerstören können und dann können wir uns eigentlich auch schon an den Kampf mit dem Inkarton machen. Da wollte ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Ja, gleich zu euch. Ja, mehr Platz bitte. Und zwar kostet es einmal 30.000 und ja, 40.000. Haben wir dann nochmal was? Nee, okay, das ist dann voll. Also es geht bis 9 Punkte. Ich habe auch gesehen, hier dieses Phytoplankton Plus kostet 5 Plätze. Das ist wild. Die Kontaktlinse war auch tatsächlich recht praktisch, muss ich auch eingestehen. Weniger wegen dem Angriff sehen, aber um versteckte Gegner zu sehen. Ja, also ich würde die auch tatsächlich jetzt erstmal so in der Kombo drin lassen, aber für Bossfights, ja, vielleicht so ein Senkblei ausrüsten. Aber ja, mal schauen. Also wir haben jetzt noch auf jeden Fall sehr viele Punkte. Könnte auch mal alles kaufen. So, bis dahin. Wobei, den Nagel nehmen wir auch nochmal mit. Sofern es keinen Restock gibt, sind dann die Shops fertig. In dem Shop gibt es ja auch nichts mehr zu kaufen. Dann können wir eigentlich nur noch Versicherungen und Level-Ups machen. Ja, ein paar Items können wir auch noch verkaufen. Aber es sind nicht so viele. Ja. Und dann sind wir wirklich vorbereitet auf den ganzen Kampf. Warum ich das gemacht habe? Weil mir langweilig war. Ha. Na, ich habe währenddessen was angeschaut und ich wollte ja sowieso ein bisschen Farm haben. Was ist das eigentlich? Ah. Okay. Nee, will ich nicht. Wir könnten auf 3 Level noch hochgehen. Ja. Ich will das mit den Panzerversicherungen aber nochmal anschauen. Da könnte es ja auch noch was Cooles geben. Hier in der Stadt haben wir auch die ganzen Kristalle noch gar nicht. Da fehlt ja noch einiges eigentlich. Ja. Wollen wir uns irgendwann. Ich will jetzt eigentlich direkt in den weiteren Kampf rein. Oh, da oben ist eine F-Taste. Die wird dann auch Rüstung sein. Witzig. Okay, da kommen wir dann wahrscheinlich über das Ding ran. Ja, aber aktuell keine Möglichkeit dazu. Gut. Ja, holen wir einfach mal auch hier so ein bisschen Zeug. Haben wir nicht das Outfit? Irgendeins hatten wir. Also das sind nur noch Outfits. Und hier sind die Rüstungen. Ja, das ist schon ein bisschen teuer. Ich würde auf Level-Ups jetzt gehen. So, einmal Panzer wechseln. Fällt das dann als neuer Panzer? Maybe. Was können die denn? Du bist nochmal so ein Spin. Du bist Heilung, aber halt auf Kosten des Panzers. Okay. Na. Weg.
der war für die Brücke, okay. Wir gehen dann mal weiter. Levelaufstieg. Ja, können uns immer noch drei leisten. Perfekt. Gehen wir auf... Nochmal Resistenz? Der Typ hat reingeklatscht, ne? Der war schon strong. Glut machen wir einfach ein bisschen über den Skilltree. Joa. Dann würde ich... Ich habe übrigens den einen Kristall noch geholt. Deswegen haben wir da die drei mehr. Hab mich getraut. Ja, und da seht ihr, also... Das werden jetzt die genauen Zahlen angezeigt. Das ist... Ja, okay, sieht man so ein bisschen den Damage. Aber was noch wichtiger ist, ist halt, wenn wirklich Gegner im Boden sind, wie jetzt zum Beispiel hier drüben der Fall. Ja, dann sieht man das jetzt schon. Auch wenn man die Gegner noch nicht sieht. Das heißt, man lässt sich da weniger... überraschen. Also schon sehr praktisch. Gut, ich wollte da hinten zu dem Ding, ich habe auch gerade schon Kristall gesehen. Ich weiß auch nicht, wie man diese Anpassung schnell umwechselt. Haben wir da irgendwie Steuerung? Panzerzauber? Ah, Tab, okay. Passt. Das wurde natürlich nicht erklärt. Naja. So, was haben wir denn da hinten? Ah, der Kristall wird auch angezeigt. Na gut. So, das sind dann auch nochmal drei. Das heißt, im besten Fall fehlen nur noch zwei dieser Kristalle. Oder halt Gegner, wo wir das rausklatschen können. Ah, okay, man kommt dann... Okay. Also den Kristall habe ich geholt, den da unten. Man kommt nach hier oben. Da ist der nächste Kristall. Passt. Nehmen wir auch gleich mit. Dann fehlen ja nur noch... 6 Dinger. Aber wir können auch nach da weitergehen. Und es gibt natürlich immer noch die Sachen, die im Boden sind und diese komischen Portale. Was war das denn? Jo. Komisch mit der Auswahl. Naja. So, jetzt sind wir endlich mal hier oben. Ist das ein Ventil? Zischen? Ich hab Angst. Was passiert? Okay. Ach, das macht wieder solche Blasen. Es ist aber ein richtig, richtig fettes Ding. 200 Schildenergie. Wow. Okay. Ja, wir können hier oben... Ah, wobei, gar nicht so durchgehen. Die Items liegen ja immer noch da. Minus 30 Wirkungssteigerung von giftigen Substanzen. Also wenn man diesen Giftstatus hat, dass es weniger Schaden macht, oder? Ich habe diesen Fisch mal ausgerüstet auch, kurzzeitig, diesen Kumpel. Ja, er macht ab und zu mal so ein bisschen kleineren Damage. Also verkehrt ist es nicht, das Ding auszurüsten. Aber ich würde es jetzt nicht, also für einen Bossfight oder so machen. Aber solange wir Mikroplastik sammeln können, gehe ich darauf einfach, dass wir uns schön viel Level leisten können. Was haben wir denn hier noch? Ein Legalstein. Fremdstart. Okay, ist einfach ein Angriff. Witziges Ding. Und wir können da eine Abkürzung freischalten und trotzdem auch so an ein neues Gebiet. Okay, ich dachte nämlich, wir kommen von der Seite. Aber dem ist nicht so. Das ist ein eigener Weg. Okay, gibt doch noch was hier in dem Wald zu erkunden. Wir können durchlaufen, die Gegner würden wir ja sehen. Ne, es führt raus. Okay. Treibguttal. Ah ja.
Okay, aber über einen anderen Eingang. Interessant. Ich meine, hier müssen wir sowieso hin. Aber ich hätte es jetzt halt über den Teleport eigentlich gemacht. Okay. Das Gummientchen, aber auch Gift. Was kann das denn? Täuschmuschel? Oh, es braucht drei dieser Dinger. Ich kann nichts anvisieren als... Okay. Okay. Das Konsortium. Ach, das ist jetzt nochmal ein Mini-Boss. Ich will nur das Item. So, bin schon wieder weg. Wuhu. Oh, jetzt... Ja, ich wünschte, ich hätte das Gummientchen nicht aufgehoben. Wobei, vielleicht ist Täuschmuschel ja ein richtig nicer Move. Ich sehe gar nichts. Ich setz mal ein. Ach, man legt's einfach ab. Oh boy. Uncool. Das dient dann als Köder, oder was? Oh, das war... Das war kein guter Move. Wir holen uns unseren Joghurt. Und das kostet 3 Punkte. Ist das dreist. So, raus da. Okay, das one-shottet dann. Dann ist es hier ein wirklich einzelnes Gebiet mit dem Gegner? Ich würde es gerne noch mal anschauen. Hier ist etwas mit der Linse ist ja auch voll praktisch, weil wir sehen genau, okay, das Ding hat 6 Schwachpunkte. Gut, ich nehme zurück, was ich über die Linse gesagt habe. Die ist doch teilweise sehr praktisch. Das hat auch nur Scherben, die Fähigkeit kennen wir. Liegt hier sonst noch was rum? Nein, aber da können wir eine Abkürzung freischalten. So. Laufen wir aber mal vorbei und machen die Abkürzung. Weil das war ja echt heftiger Damage. Das war ein One-Shot. So, und das wird dann jetzt wohl so normal ins Gebiet reinführen, wie man das auch hätte machen sollen. Haben wir eine Karte? Ja. Wir waren ja schon... Hier? Ich kann es nicht einschätzen, wo wir waren. Also hier ist auf jeden Fall der Nebeneingang, dem Bossfight. Hey, ich würde den trotzdem nochmal schnell probieren. Man kann sich über die Haken dann auch auf ihn draufziehen. Aber auch nochmal so ein Legostein. Ja. Hello! Wir müssen beim Tentakel halt aufpassen. So, können wir auf ihn drauf? Ja. Okay, alles klar. Oh, auch das ist ein One-Shot. Ich glaube, den Boss sollen wir noch nicht machen. Den sollen wir definitiv noch nicht machen. Nope. Konsortium. Ja, hi. Lauf ich mal vorbei, aber ich würde gerne nochmal neue Panzer ausprobieren. Das ist auch wieder Fremdstart. Das war der Angriff. Naja, hey, 3 neue Panzer oder so waren hier. Und wir sind schon mitten im Gebiet, wo wir eh hin müssen. Also nehmen wir das doch. Haben uns an dem Tintenfischtypen voll vorbeigeschlichen. Juhu. Der kotzt da? Oh, der hat... Oh! Das war ja fies. Also er hat auch einen Legosteinkopf. Sehr populär hier, der Legostein. Und da ist noch was unter Wasser. Ja, also die Kontaktlinse. Geil, was das an...
an Überraschungen wegmacht. Niederschmettern. Ja, sah witzig aus. Oh, ey. Joghurt ist einfach die gesündeste Alternative. So ist es halt. So, auch da ist was unter Wasser. Man kann das nicht anvisieren, deswegen... Ja, entweder man weiß es oder man hat die Kontaktlinse. So, hi. Oh! Okay, aber das ist kein One-Shot. Das schlägt aber richtig hart. Was bist du denn für ein Arsch? Okay, vielleicht rüste ich echt mal die Verteidigungsdinger aus. Das ist ja schlimm. Ja, und jetzt haben wir natürlich keinen coolen Save Point. Ja, die Musik passt auch. Also wir müssen echt viel mehr auf Leben und Resistenz gehen bei solchen Gegnern. Wow. Aber unser Ziel war schon Treibgutal hier. Das kommt mir nämlich so heftig vor.